Lerch und Partner, Ihr Generalunternehmer von Winterthur. Heute mit dem Immo-Tipp. Ja, wir sind hier beim Projekt Vista Casa in Ilnau-Effretiken und bei mir ist der Paul Späni von der Impuls Immobilien. Herr Späni, was entsteht da genau? Es freut uns natürlich jetzt sehr, dass da im Hintergrund bereits schon hat dürfen etwas entstehen. Das heisst, der Rohbau, wie Sie es erwähnt haben, der ist jetzt eigentlich oben. Jetzt geht es einen Schritt weiter, dass dann die Isolation kommt, die Fenster kommen, die Unterlagsböden werden eingebracht und dann geht es dann an einen Ausbau. Das Projekt Vista Casa, was macht das aus? Ein Achtfamilienhaus, ich sage, man wohnt hier in einer schönen Lage, wo die Bushaltestelle in der Nähe ist, wo zur S-Bahn verkehrt. Man kann auch gut zu Fuß zur S-Bahn verkehren, man ist hier an einer ruhigen Ecke gelegen. Und jetzt von diesen 8 Wohnungen, die wir hier erstellen werden, sind im Moment nur 3 zu halten. Das heisst, es gibt 2 Erdgeschosswohnungen, 3 Halbzimmerwohnungen, die relativ grosszügig sind, mit einem beheizten Wintergarten. Es hat noch eine 4 Halbzimmerwohnung im ersten Obergeschoss mit Wintergartenverglasung, die werden allerdings unbeheizt. Aber das ermöglicht einem auch in der 4,5-Zimmer-Wohnung den Balkon zum Beispiel in der Übergangsseite toll zu nutzen. Und wenn man dann in eine von diesen 3 Wohnungen reinkommt, wie sieht das aus? Sehr modern. Wir haben da sehr einen tollen Innenausbau, den man jetzt noch wählen kann. Und ich schlage den Leuten vor, die Interesse haben an diesem Projekt, melden sie sich relativ gleich, dann dürfen sie auch noch hier Einfluss nehmen auf den Innenausbau. Gelegen sind wir ja in Ilnau-Effretiken. Was hat das Dorf, die Stadt zu bieten? Es hat eigentlich mehr oder weniger alles wie der tägliche Bedarf, sage ich mal. Es hat eine Folge, es hat eine Metzgerei, Bäckerei, wie gesagt, auch die S-Bahn ist in der Nähe. Man ist toll zu Winterthur gelegen, natürlich dann auch schnell in Zürich, also da sind sie bestens angebunden. Und wenn man Interesse gefangen hat, wo kann man sich melden? Melden Sie sich relativ jetzt gleich bei der Impuls Immobilien AG, dass Sie noch auf den Innenausbau können, dann Einfluss nehmen. Es würde uns freuen, wenn Sie sich möglichst gleich bei uns melden. An der Bisikoner Strasse 34 in Ilnau entsteht ein Mehrfamilienhaus mit 8 3,5 bis 4,5 Zimmer Eigentumswohnungen. Weite Felder, grüne Wiesen und eine unglaublich entspannte Lage. Ihr neues Zuhause liegt nämlich direkt an den Naherholungsgebieten Örmis und Wingert. 3 Wohnungen, 2 davon Parterre mit Garten und Sitzplatz und eine im ersten Stock sind noch zu haben. Ruhig und zentral gelegen im Dorf und Teil der Stadt Ilnau-Effretiken. Sie sind umgeben von Einkaufsmöglichkeiten in Gehdistanz, Kindergarten bis Oberstufe im Umkreis von 800 Meter und via Bahnhof Ilnau sind Sie in der kürzester Zeit zu Winterthur oder zu Zürich. Melden Sie sich jetzt und kommen Sie Ihrem Wohntraum einen Schritt näher. Weitere spannende Wohnprojekte finden Sie unter www.immobilientraum.info. Wir schaffen Raum für Ihre persönliche Entfaltung.